Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz der SG Flensburg HNW. Zuerst möchte ich gerne Gästetrainer Volker Mudros Hildesheim begrüßen. Von uns hier vorne Jubomir Vranjes, Trainer der SG Flensburg HNW und Manager Holger Kaiser. Volker, ihr müsst sehr froh nach Flensburg gereist sein. Am Anfang der Saison hast du gesagt, wir freuen uns auf jedes Spiel in der ersten Bundesliga. Bist du noch froh? Wie fandest du das Spiel? Ja, schönen guten Abend. Als erstes gratuliere ich natürlich Lubo, der SG Flensburg und allen, die dazugehören, zum verdienten Sieg. 36-20. Das war für uns jetzt eigentlich die erste Klatsche in dieser Saison. Aber so kommen sie zurecht und man muss auch fair sein und sagen, der Klassenunterschied war zu sehen. Andererseits hätten wir vielleicht auch eine Chance gehabt, das Ergebnis ein bisschen angenehmer zu gestalten. Aber wir haben in der zweiten Halbzeit 6 oder 7 freie Schüsse verworfen oder Matthias Andersen war für uns dann einfach nicht mehr zu überwinden. Und deswegen kommt das hohe Ergebnis zustande. Ansonsten denke ich, sollte man gar nicht das Spiel mehr zu hoch hängen, weil wir wissen ja, dass das Spiel insgesamt unter ungünstigen Voraussetzungen angepfiffen wurde und alles. Aber deswegen will ich gar nicht mehr weiter analysieren, sonst verliert man manchmal die Verhältnismäßigkeiten im Leben. Also schönen Dank. Dankeschön. Jubo, das Endergebnis 36-20, das nach einer sehr, sehr strapaziösen Zeit. Alle waren unterwegs. Bist du zufrieden mit dem Ergebnis? Danke erstmal, Volker. Guten Abend alle. Ja, ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Ja, anderes wäre schwer, mit 16 Tore zu gewinnen und 20 Tore zu kassieren. Das ist schon gut. Wir haben einige Sachen vor dem Spiel durchgegangen und über das gesprochen. Das haben wir auch gemacht. Aber das gibt immer Sachen, wo man noch besser machen können. Ich meine, Matthias Andersson hat sehr gut im Tor gestanden. Die Freie, die Hildesheim verworfen haben, da kann ich nichts sagen. Aber wir haben auch gut mit Abwehr zusammengearbeitet und das hat sehr gut geklappt. Angriff war auch sehr gut, 36 Tore, 6 gegen 6 hat gut geklappt. Unsere 5-1 hat gut geklappt. Wir haben sehr gute Möglichkeiten in 60 Minuten bekommen und eigentlich möchte ich nicht so viel mehr über das analysieren, sondern ich möchte auch heute Abend sagen, dass von den Spielern und von mir selbst, vom Verein, also unser Gedanke war auch vorher ein bisschen auf Mitte, Rainer und Bernd. Ich finde, das ist eine unglaubliche Inzidenz, was passiert ist und wir sind traurig wegen das und ich hoffe wirklich, dass die Familie von dem beiden das irgendwie schafft. Meine Gedanken gehen zu dem heute Abend. Ja, ich möchte es auch angesichts der Rahmenbedingungen kurz machen. Ich glaube, wir haben 20 Tore kassiert. Das ist ein sehr, sehr guter Wert und mit 16 Toren Differenz gewonnen. Es war ein solides Spiel und ich sag mal, wenn man die beiden Mannschaften vergleicht, war sicherlich auch ein Ergebnis und auch die Art und Weise, wie es abgelaufen ist, war zu erwarten.